Thank you. Ja, es ist genau richtig, wie es gerade angedeutet wurde. Wir haben drei Kinder bei uns zu Hause wohnen. Wohnen ja, Miete nein. Es ist sehr, sehr schön mit diesen drei Kindern. Es ist sehr, sehr schön mit diesen drei Kindern. Es ist mit diesen drei Kindern sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr schön mit diesen drei Kindern. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Nein, Leute, mal ganz im Ernst. Es ist wirklich schön mit diesen drei Kindern. Aber im Nachhinein war es ein Fehler. Also, das muss ich schon sagen. Rückblickend war es die falsche Entscheidung. Dreimal und ja, und da sind wir uns auch einig. Es war die falsche Entscheidung aus Sicht des Planeten. Ja, aus Sicht des Planeten war es komplett die falsche Entscheidung. Der Planet, auf dem wir leben, ächzt und stöhnt. Er ist im Grunde wie ein schwer kranker Patient. Und wir haben ihm jetzt völlig ohne Not drei weitere Bazillen aufs Auge gedrückt, die nichts anderes im Sinn haben, als seine Ressourcen zu verballern, was wiederum meinen persönlichen CO2-Fußabdruck in die Höhe treibt. Das kann ja nicht richtig sein, oder? Gegen diese Idee, also gegen die Idee, aus Umweltgründen auf Kinder zu verzichten, stehen ja jetzt diese Kinder, die aus Umweltgründen auf die Schule verzichten. Oh, guter Satz, oder? Und ich weiß, kein Problem. Ich finde die Demonstration auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Sie haben mich auch wirklich beeindruckt und auch beeinflusst. Ich fliege jetzt einfach viel bewusster. Jetzt vor kurzem bin ich geflogen von Köln bis rüber nach Düsseldorf. Kurze Flugzeit, wenig Kerosinverbrauch. Und danach habe ich aber auch ganz bewusst gedacht, Johann, das nächste Mal fährst du aber mit dem Taxi. Ne? Das ist auch viel schneller. Ne? Ich habe vor kurzem mit einem befreundeten Wissenschaftler gesprochen. Der hat zu mir gesagt, der Planet wird nicht mehr lange machen. Er hat gesagt, 100 Jahre, maximal noch 200 Jahre und dann ist Feierabend hier mit diesem Planeten. Und als er das gesagt hatte, da habe ich zu ihm gesagt, Jochen, habe ich zu ihm gesagt. Mein Gott, Jochen. Der heißt gar nicht Jochen. Ja, der heißt Andreas, aber Leute, ganz im Ernst, was ist denn das für ein Name? Also, da habe ich keinen Bock drauf. Also, habe ich zu ihm gesagt, Jochen, das ist doch Quatsch, 100 Jahre, 200 Jahre, Jochen, überleg doch mal, was wir schon alles machen, um dem Planeten zu helfen. Jochen, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Jochen, habe ich gesagt, es gibt jetzt Unverpacktläden. Jochen, Unverpacktläden. Wir brauchen bald überhaupt keine Verpackung mehr. Jochen. In einen Unverpacktladen, Jochen, da gehst du rein. Ja, da gehst du einfach so rein. Ja, und dann kriegst du da den Reis. Keine Ahnung. So in die Hände geschüttet. Ganz natürlich, so wie früher. Ja, dann die Nudeln. Die lässt du dir von der Verkäuferin in die Buchse schieben. Ja, und dann ziehst du deine Schuhe aus und da kommt der Kaffee rein. Und dann gehst du auf Socken nach Hause, ganz natürlich, so wie früher. Und da sagt er, nimm doch eine Holzkiste mit. Da habe ich gesagt, Jochen, eine Holzkiste, wie genial ist denn das? Natürlich, dann kann man ja die Schuhe in die Holzkiste tun. Aber Jochen, eine Frage habe ich. Wie soll ich die Holzkiste transportieren? Ich bin auf Socken und habe beide Hände voll Reis. Naja, irgendeiner muss die Kiste nehmen, ins Taxi packen.
Und dann ab zum Flughafen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, hier mal zu sein im Knust. Ich war noch nie in meinem Leben im Knust. Ich habe vorhin gedacht, Knust entsteht, wenn man besoffen Kunst schreiben will. Aber vielleicht auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, ich war wirklich noch nie hier. Ich habe auch wirklich nicht gedacht, dass das mal nötig hier wäre es. Dass das mal möglich sein wird. Und ich freue mich sehr. Es ist ja hier eine Art Nachwuchswettbewerb. Ich habe gerade schon mit einigen Kollegen gesprochen und wurde auch gefragt, wie das denn bei mir war, die Anfänge. Ich bin eher zufällig auf der Bühne gelandet. Ich wollte eigentlich Lehrer werden. Ich wollte unbedingt Lehrer werden. Ich wollte Sportlehrer werden für Biologie und Sachkunde, um einfach Zeit zu haben, nachmittags. Für Sport und Biologie. Und auf jeden Fall, ich wäre sehr gerne Lehrer geworden. Es wäre ein schöner Beruf gewesen. Jetzt ist es auch ein schöner Beruf. Wobei, wenn ich jetzt abends auf der Bühne stehe, dann denke ich schon oft, wenn ich jetzt Lehrer wäre, dann hätte ich jetzt schönen Feierabend. Ja? Aber jetzt ist es auch ein sehr, sehr schöner Beruf. Was ich jetzt mache, ist ein sehr schöner Beruf. Gerade vormittags ist es ein sehr angenehmer Beruf. Und das war auch in Schulzeiten schon mein Ziel. Ich wollte was finden, bei dem ich vormittags meine Ruhe habe. Und wenn ich es selbst auch noch schaffe, dass ich auch abends frei habe, ich glaube, dann höre ich ganz auf zu arbeiten. Auf jeden Fall habe ich damals während des Studiums im Krankenhaus gearbeitet. Um mir das Studium zu finanzieren, habe ich also nachts gearbeitet im Krankenhaus. Und ich hatte sehr viel Zeit im Krankenhaus. Es war nicht viel los. Ab und zu hat mal einer gerufen. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Mein Beutel ist voll. Naja, und dann bin ich aufgestanden, bin hingegangen, habe mir den Beutel angeguckt und habe gesagt, voll? Voll ist ja noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. So, und und dann bin ich wieder ins Schwesternzimmer gegangen und habe dort mir ein Gedicht aus der Feder geschüttelt. Ich habe damals sehr, sehr viele Gedichte geschrieben in diesem Schwesternheim und in diesem Schwesternzimmer. Und Roma. Und ich möchte jetzt eines der ersten Gedichte vortragen, eines der ersten Gedichte, das ich öffentlich vorgetragen hat. Aber es ist ein Gartengedicht. Ich hatte damals noch keinen Garten, aber Fantasie. Und das Gedicht heißt, keine Ahnung, Gartengedicht. Ich sense das Gras aus Spaß. Ein Laubfrosch verweilt. Zerteilt. Das war dann für ihn im Ergebnis ein einschneidendes Erlebnis. Vielen Dank. Ich muss mich... Ich bin total im Arsch, Leute. Ich muss mich ein bisschen hinsetzen. Ich habe vorhin beim Laufen, ist jetzt nicht gerissen, denke ich, aber ich denke, angerissen ist es schon. Ich mache ja seit einem Jahr Yoga. Yoga fördert meine innere Gleichgültigkeit. Aber das ist mir egal. Meine Lieblingsposition beim Yoga ist diese hier. Das ist der abgespreizte Eichelhäher. Ich mache jeden Abend im Bett, im Liegen. Ich kann die Position im Liegen einfach länger halten.
Ich habe so ein bisschen aufstoßen. Ich habe vorher schon noch ein Aalbrötchen gegessen. Aber als Smoothie. Und jetzt will das wieder raus. Ne? Muss erstmal gegensteuern. Geschmacklich gegensteuern. In meiner Catering-Anweisung, wenn ich alleine unterwegs bin, steht, dass ich keine Produkte von Nestle haben möchte. Nichts von Nestle, aus moralischen Gründen. Stellen Sie mir After Eight hin. Ne? After Eight, ich muss mal eben gucken. Da steht's. Ist von Nestle. Und ganz ehrlich, ne? Was soll denn das? Ich habe mir doch meine Gedanken dazu gemacht, oder? Ich finde überhaupt keine Worte dafür, ehrlich. Aber klar, bevor man sie jetzt wegschmeißt, wäre auch schade drum, ne? Schon lecker, was die machen, die Arschlöcher. Ist mir langweilig. Ich lese mal ein paar Sachen vor, die ich mal aufgeschrieben habe, so Gedanken oder Gedichte, die es aber nicht ins Programm geschafft haben. Hier zum Beispiel ein kleines Tourgedicht. Es heißt Die Anhalterin. Die Anhalterin stieg mit ein, wir fuhren sie bis nach Haus. Am Ende sah sie irgendwie mitgenommen aus. Eigentlich ganz gut, ne? Oder hier, ich gucke am liebsten Arte. Dabei kann ich am besten abschalten. Knaller. Ich habe gestern Abend ein Buch über Ausbeutung im Versandhandel bei Amazon bestellt. Und ist immer noch nicht da. Saftladen. So, einen noch. Neulich war ich in einem Laden für asiatische Möbel. Die hatten auch Tische. Asiatische. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ja, habt ihr nicht mitgerechnet, ne? Ja, ich auch nicht. Wenn man den Body hat, dann kann man ihn auch mal moven. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es kann. Wenn man so wie ich auf die 40 zugeht, dann ja. Glaubt, ich höre das nicht oder was soll ich von mir? Wenn man so wie ich auf die 40 zugeht, wenn man so wie ich auf die 50 zugeht, seid ihr jetzt zufrieden? Wenn man so wie ich auf die 50 zugeht, dann ist es sehr wichtig, seinen Body in Form zu halten. Ich kenne viele, die mit 50 Probleme kriegen. Ich kenne viele, die mit 50 nicht mehr wissen, wohin. Wohin mit sich, wohin mit ihrem Leben.
Ich kenne Männer, die sind mit 50 zum allerersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt und fragen sich dann, ja, und wohin jetzt mit meiner Frau? Ich habe richtig Benzin im Tank gerade, sehr, sehr schön. Apropos Benzin im Tank, kennt ihr eigentlich diese Leute, die vor euch beim Tanken dran sind und die versuchen, einen runden Betrag zu tanken? Ja. Kennt ihr diese Idioten, die einen runden Betrag mit der Hand tanken? Wie krank kann man eigentlich sein? Kennt ihr diese Penner, die einen runden, die ewig brauchen, weil sie einen, kennt ihr diese Penner? Ja, so ein Penner bin ich. Ich denke jedes Mal, Johann, 47,83 Euro, das ist doch ein schöner Betrag. 47,83 Euro, Johann, das ist doch ein schöner Betrag. Das ist ein schöner Betrag, lass es gut sein. Und dann denke ich, ja, aber 48 Euro glatt ist ein noch schönerer Betrag. Und dann fange ich an, so ein bisschen nachzuzapfen. Und dann gucke ich auf die Anzeige und zapf wieder so ein bisschen rein. Und guck wieder und zapf wieder und guck wieder und zapf wieder. Und dann 48 Euro, zwei. Und ich denke, nein, so kann ich nicht aufhören. Und dann pumpe ich nochmal richtig was rein. Und guck auf die Anzeige und pumpe nochmal einen dicken Schluck. Und guck wieder und das Benzin sprudelt mir schon entgegen. Egal, ich pumpe weiter rein. Und irgendwann habe ich glatt 50 Euro und könnte mir selber vor Begeisterung den Zapfern vergolden. Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Ich persönlich habe ja nichts gegen Vorurteile, aber manchmal frage ich mich auch, wofür sind sie eigentlich gut? Ich war neulich in Köln Sparkasse. Ich war in Köln in der Sparkasse, ich wollte Geld abheben. Es war schon spät, nach 10 Uhr, und ich hatte auch schon was getrunken. Und da saß vor der Sparkasse saß ein Obdachloser. Und zwar ein Obdachloser mit deutschem Aussehen. Und ich weiß auch nicht, die mag ich irgendwie. Also den gebe ich schon mal was. Ja, bei denen habe ich irgendwie Mitgefühl. Und dann habe ich dem einfach 50 Cent in seinen Becher geworfen. Und da guckt er mich an und sagt, da ist noch Kaffee drin, du Penner. Da habe ich ganz kurz gedacht, ja, das sagt ja der Richtige. Aber nur ganz kurz. Auf jeden Fall bin ich dann rein in die Sparkasse. Also ich habe die Karte in die Tür geschoben, dann ging die Schiebetür auf. Dann war ich in diesem Vorraum, dann habe ich die Karte in den Automaten geschoben, habe auf Auszahlung gedrückt. Und dann habe ich ganz plötzlich gespürt, wie direkt hinter mir sich einer einreiht. Ja, und da habe ich gedacht, Obacht, Johann, Obacht, Obacht. Wird ja wohl noch erlaubt sein. Und dann sollte ich meine PIN eingeben und dann habe ich noch schnell in den Rückspiegel geguckt. Da war im Automat ein Spiegel, da konnte ich sehen, wer hinter mir steht. Und dann habe ich gesehen, hinter mir stand ein Mann mit afrikanischem Aussehen. Und da habe ich gedacht, Obacht, Johann. Jetzt aber Obacht, wenn Obacht jetzt überhaupt noch ausreicht, ja. Jetzt heißt es wachsam bleiben, jetzt heißt es genau gucken, was hat er vor und ja, hält er sich hier an die Gesetze. Dann habe ich meine PIN eingegeben, habe danach nochmal in den Rückspiegel geguckt und da habe ich ganz deutlich gesehen, wie er vermutlich etwas aus der Tasche zieht. Und da habe ich gedacht, jetzt reicht's. Jetzt ist er zu weit gegangen. Jetzt musst du eingreifen, Johann. Jetzt musst du zeigen, dass er zu weit gegangen ist. Jetzt musst du zeigen, dass Zivilcourage keine Einbahnstraße ist. Jetzt musst du ihm zeigen, dass du dich fragst, ob er überhaupt weiß, wo er hier ist und dass er hier in einer deutschen Sparkasse ist und nicht auf dem Teppichmarkt in Marrakesch. Und dann habe ich überlegt, was mache ich, und ich habe ihm eine Fangfrage gestellt. Ich habe mich ganz freundlich zu ihm umgedreht und habe ihn gefragt, Entschuldigung, wie viel Uhr es ist? Und da hatte ich ihn, da war er überrascht, da hat er geguckt, der Schlawiner, ja.
Da wusste er nicht mehr weiter. Und dann hat er seine Hand genommen und wollte wieder in seine Tasche greifen. Und da habe ich gesagt, Freundchen, so geht's nicht. Die Hand bleibt oben, beide Hände nach oben. Und da hat er gesagt, ich wollte nur gucken, wie viel Uhr es ist. Da habe ich gesagt, das geht dich gar nichts an. Wie viel Uhr es ist. Das ist hier, wir sind hier in Deutschland, das ist unsere Zeit. Also, du willst mir doch nur die Uhr klauen. Wenn ich betrunken bin, bin ich mir so ein bisschen übertrieben. Naja, aber er fing an zu lachen, der war auch bekifft, glaube ich, jedenfalls. Sagte er dann, bist du bescheuert? Ich klaue doch keinem die Uhr in einem Raum, der videoüberwacht ist. Und da habe ich auch gedacht, alter Schlawiner, ja. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich jetzt wieder raus aus der Nummer? Und dann habe ich gedacht, du musst ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und dann habe ich den Antanztrick probiert. Da habe ich angefangen, ihn anzutanzen. Da habe ich den Lambada aus den Hüften geholt und habe um ihn rumgetanzt. Und damit habe ich ihn schachmatt gesetzt. Der war wie paralysiert, der konnte nicht mehr. Der hat in der Ecke gesessen und nur noch gelacht. Der hat so gelacht, dass ich ohne Probleme rausgehen konnte. Ja, und dann war ich draußen, da steht da der Obdachlose und entschuldigt sich bei mir, dass er so patzig war und zeigt mir seinen Becher ohne Kaffee und ob ich nicht noch ein bisschen Geld hätte. Und dann habe ich einfach das komplette Kleingeld aus meinem Portemonnaie, habe ich alles in seinen Becher geschüttet und bin runter zur U-Bahn gelaufen. Eine Minute später bin ich wieder hochgekommen und habe ihn gefragt, ob er mir 1,80 für die Kurzstrecke wiedergeben kann. Ja, da fing er total an zu lachen und sagt, ich kenne Sie doch gar nicht. Gehen Sie bitte weiter. In dem Moment kommt der Schwarze aus der Bank und sagt zu mir, ey Kartoffel, du hast dein Geld im Automaten liegen lassen. Und fängt auch total an zu lachen. Die beiden haben total gelacht über mich. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe irgendwann einfach mitgelacht. Ja? Wir haben zu dritt so gelacht, das kann man sich nüchtern überhaupt nicht vorstellen. Ich habe die beiden dann eingeladen in der Wirtschaft, also wir sind vor der Kälte dann in die Wirtschaft geflüchtet, wir waren quasi Wirtschaftsflüchtlinge, was haben wir gelacht? Und am Schluss waren wir drei so betrunken, haben wir das Spiel Idiotendreier gespielt. Das geht so, einer geht raus und die beiden anderen müssen raten, wer draußen ist. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Na, habt ihr euch heute schon gelangweilt? Ich habe mich heute schon gelangweilt, und zwar heute Morgen. Ich langweile mich aber gern. Ich wusste heute Morgen nicht, was ich machen sollte. Ich habe oft morgens sehr viel Zeit und ich habe mich einfach ans Fenster gesetzt, habe rausgeguckt und habe einfach beobachtet, wie draußen die Leute zur Arbeit gehen. Und ich wollte ihnen auch ein bisschen Mut machen und wollte sie aufmuntern. Und dann habe ich selbst beschriebene Pappen an die Fensterscheibe gehalten und ich habe vorher drauf geschrieben, haut rein, Leute. Ich denke an euch. Eure Arbeit, die macht Sinn. Ich leg mich gleich wieder hin. Einmal habe ich geschrieben, kommt ihr wieder gleich um 4, dann sitze ich noch immer hier. Herrlich. Ich beobachte sehr, sehr gerne Menschen. Ich interessiere mich einfach dafür, wie sie ihre Zeit vertreiben. Ich sehe oft Menschen, die so aussehen, als würden sie in die schmale Kante einer Tafel Schokolade sprechen. Und dabei telefonieren sie nur sehr armselig. Ja? Ich habe neulich einen gesehen, der stand an der Bushaltestelle und der hat sein Telefon immer geschüttelt und dann drauf geguckt. Und dann hat er wieder geschüttelt und dann hat er wieder drauf geguckt. Ich dachte, was ist das denn für einer? Ich bin näher hingegangen, habe drauf geguckt, habe ich gesehen, der würfelt. Der hatte eine Würfel-App auf seinem Telefon und hat sich einfach den letzten Rest Selbstachtung aus den Fingern geschüttelt. Das Telefon ist die größte Aufmerksamkeitsablenkung, die der Mensch je erfunden hat. Alle gucken auf ihr Telefon, sie gucken Nachrichten, Wetter und Geschlechtsakte.
Die häufigst angeklickten Seiten sind die mit Geschlechtsakten, ja, bis ins kleinste Detail ausgeleuchtete Fortpflanzungsmaßnahmen, Begattungsorgien, die so nie jemand erleben wird, von denen, die das gucken, ja, ja, und der Jugendschutz ist völlig hilflos, ja. Faktisch hat heute jeder mit seinem Telefon ungefilterten Zugriff auf das Weltarchiv der Vermehrungsrituale. Was sich die Leute an gefilmter Sexualität angucken, das geht auf keine Vorhaut, wie der Fachmann sagt, ja. Und was dem Land dadurch verloren geht, das kann man ja nur ahnen, ja. Was allein in Deutschland durch das Anschauen von Erotikfilmen jeden Tag an Zeit, Kreativität und Produktivität einfach so versuppt, ja, das möchte man zu Hause nicht in der Badewanne haben. Man sagt ja immer, die Filme sind für die Männer gemacht und die Männer freuen sich darüber, aber das ist ein Irrtum. Für viele Männer ist die permanente Verfügbarkeit von Pornografie eine absolute Rücksichtslosigkeit. Ja, es ist ein Affront, es ist eine ständige Bedrohung ihrer mühselig gezügelten Triebhaftigkeit. Ja, und der Wegfall des Beschaffungsvorganges nimmt dem Mann auch was von seinem Stolz. Der Wegfall dieser Hürde ist auch eine Missachtung seiner Würde, wie es Freud nie sagen würde, aber der ist ja auch nicht hier, ne? Nein, es ist schon schlimm, viele sagen, ja, ich hab's im Griff, ja, witzig, im Griff. Also es ist schon schlimm, aber andererseits, ganz ehrlich, diese Filme sind natürlich auch ein Segen. Ja? Gerade für Leute, die viel Zeit haben, die sich viel langweilen, die morgens schon aus dem Fenster gucken und nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, witzig. Nein, ich möchte mein Telefon nicht mehr missen. Man kann viele schöne Sachen damit machen. Ich habe noch viel mehr Freude an meinem Telefon, seitdem ich einige Rufnummern mit anderen Namen versehen habe. Also was heißt Namen? Wenn meine Schwiegermutter anruft, dann steht da falsch verbunden. Wenn mein Nachbar anruft, steht da Heckenpenner. Wenn meine Ex-Freundin anruft, steht da niemand. Niemand ruft an. Und wenn meine Mutter anruft, dann steht im Display Angela Merkel. Und das ist für mich das Allerschönste. Ich sitze im Café, das Telefon liegt offen auf dem Tisch und dann steht im Display, Angela Merkel ruft an und alle gucken und ich lasse es so lange klingeln, bis es alle mitgekriegt haben. Und dann gehe ich ran und sage, Mutti. Mutti. Mutti, was ist eigentlich los bei euch? Was ist denn eigentlich mit dem Pornografieverbot bis 18 Jahre? Was ist denn mit dem Jugendschutz? Im Iran klappt es doch auch mit der Internetzensur. Und in Nordkorea, was ist denn da los, Mutti? Und meine Mutter an einer anderen Leitung sagt, Junge, was redest du denn da? Was nimmst du denn wieder für ein Zeug? Hast du denn kein Sanostol mehr? Und ich sage, oh Mutti, ich muss auflegen. Niemand ruft an. Dankeschön. Johann König. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Hasta la vista, Schröder. Ja, ich wollte ein bisschen von zu Hause erzählen. Wir haben drei Kinder zu Hause. Wohnen, ja. Miete, nein. Das ist ihr Motto. Und diese drei Kinder sind namentlich nach Größe sortiert. Sie heißen Groß, Mittel und Klein. Das sind Namen, die ich mir merken kann. Der Große ist 10 Jahre alt und ja, er spricht nicht sehr viel, er liest aber viel, er liest ausschließlich Comics. Und wenn er mit uns spricht, dann spricht er mit uns so wie im Comic, also in Comicsprache. Wenn ich zu dem sage, kannst du mal deinen Teller in die Küche bringen? Dann sagt er, Ark. Echt stöhn, Trappelwitz, Hechelkeuch, Uff, Puh, Flitz. Das ist sehr, sehr schön, wenn man selber gerade nicht dabei ist.
Die mittlere ist 8 Jahre alt und sie hat neulich zu uns gesagt, wenn ich kein Handy kriege, dann ziehe ich zu Leonie. Sie wollte zu ihrer Freundin ziehen und da haben wir gesagt, okay, pack deine Sachen, wir haben mit den Eltern gesprochen, das geht klar. Und erst als sie merkte, dass wir es wirklich ernst meinen und dass wir uns wirklich ernsthaft darüber freuen, dass sie jetzt endlich aussieht, da fing sie dann zum Glück doch an zu heulen. Die Kleine ist 5 Jahre alt und ja, 5 Jahre, wie die so sind, ganz putzig, aber ja, auch ein bisschen überflüssig jedenfalls. Auf jeden Fall wollte sie unbedingt Prinzessin werden. Das war ihr größter Wunsch, Prinzessin zu werden. Ich habe sofort überlegt, was kann man dagegen tun. Und dann habe ich ihr ein Foto gezeigt, und zwar von Prinz Charles. Und das Thema ist erledigt. Zusätzlich zu diesen 3 Kindern haben wir noch eine Katze bei uns zu Hause. Die Katze heißt Hector Pascal und ja, ist sehr wetterfühlig, aber das liegt am Namen. Jedenfalls ist es so, weil uns diese 3 Kinder und die Katze jeden Tag aufs Neue komplett zermürben. Aus diesem Grunde haben wir uns jetzt zusätzlich noch einen Hund ans Bein gebunden. Ja, der Hund ist jetzt wirklich da. Es ist ein Borderline Collie. Ein Borderline Collie aus Rumänien. Er hat sehr, sehr große Angst vor Männern. Wir glauben, dass er schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat in Rumänien. Deswegen hat er auch sehr, sehr große Angst vor mir. Alleine schon aufgrund meiner multiplen, markanten, maskulinen Merkmale. Ja. Das sind die 3 großen Ks. Körperbau, Charisma und Geruch. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Ruhe, auf jeden Fall habe ich habe die Ereignisse rund um diese Familienerweiterung mal zusammengefasst in einem kleinen Tagebuch, das möchte ich kurz vorlesen. Das Tagebuch heißt, das 4. Kind hat Fell. 14. Mai, es ist entschieden. In 3 Wochen kommt eine 4-beinige Alliteration zu uns. Ein braun-beischer Bello aus Bukarest. Bingo. Meine Frau betrachtet ihn auf dem Foto. Schau mal, sagt sie, dann haben wir neben der Katze auch noch ein hübsches Tier. Ja, sage ich. Nun steht die Namensfindung an. Meine erste Idee, Elfmeter, wird leider abgelehnt. Schade, ich fand die Vorstellung sehr reizvoll, dass meine Frau hektisch durch den Park läuft und ruft, Elfmeter, Elfmeter! Mein Sohn schlägt daraufhin Polizei vor. Endlich ein vernünftiger Vorschlag. Meine Frau sagt, könnten wir ihn ja gleich Hilfe nennen. Auch schön. Hilfe, Hilfe! Ja, was ist denn? Ich suche meinen Hund. Ja, wie heißt er denn? Hilfe! Wir vertagen die Entscheidung auf den Tag seiner Ankunft. Samstag, 4. Juni, 10 Uhr. Hurra, hurra, der Hund ist da. Er wird der Reihe nach von allen geherzt und reagiert freundlich. Als ich an der Reihe bin, macht er eine Ausnahme, duckt sich weg, knurrt und läuft rückwärts und trampelt auf der Katze herum. Hector Pascal reagiert angemessen und verbeißt sich in des Hundes Hinterlauf. Der Hund jault auf, will hinterher und bleibt mit der Schnauze in der Katzenklappe hängen. Alle lachen. Weil der Hund von hinten so ähnlich aussieht wie von vorne, nennen wir ihn Rectus. So, einen noch. 19 Uhr. Wir sitzen am Abendbrotstisch und alle sind schwer überdreht. Es wird gekleckert, gekrümmelt, gefurzt und geröpst und die Kinder benehmen sich auch nicht besser. Ich stehe auf, trete aus Versehen auf den Hund und schütte vor Schreck ein Glas Kakao um. Während ich den Rotz wieder aufwische, sagt der Große, schrupp, schrupp. Dann schmiert die Kleine Schokocreme auf meine kahle Stelle am Hinterkopf. Wir schauen uns an. Hassliebe durchströmt meinen Körper, allerdings ohne Liebe.
Papa, sagt sie, wenn du sauer bist, dann siehst du ein bisschen so aus wie Prinz Charles. Ich nehme sie liebevoll in den Schwitzkasten und drücke ihr und schütte ihr eine Flasche Ahornsirup über die Haare. Das anschließende Geheule bringt ihr und meiner Frau eine halbe Stunde Quality Time ein. Dankeschön. Man hat auch Ideen, aber man weiß nicht genau, ob sie auch bühnentauglich sind. Ein Beispiel. Vor einigen Tagen, da stand ich alleine in der Küche, habe das Mittagessen zubereitet und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ob ich mir diesen nervigen Wellensittich jetzt nicht mal einfach packe und mit in die Roulade einrolle. Und dann habe ich erst gesehen, wir haben gar keinen Wellensittich. Da war ich total enttäuscht, ja? Weil dieses Bild war da. Wie ich den Käfig öffne, wie er sich freut, wie ich ihn mir packe, wie ich ihn in die Roulade, in den Senf drücke, wie ich ihn ummantle, wie er sich wehrt und wie ich ihn dann leider fixieren muss. Mit der Rouladennadel. Aber wir hatten keinen da. Das Einzige, was wir da hatten in der Küche, war eine Stubenfliege. Und da habe ich gedacht, okay, Johann, fängst du mal klein an. Und dann habe ich versucht, diese Stubenfliege, die da rumflog, habe ich dann versucht, allein Kraft meiner Gedanken zur freiwilligen Landung in der offenen Roulade zu zwingen. Aber so viel Kraft hatte ich nicht. Und dann wollte ich gerade schon weiter kochen. Plötzlich landete die Fliege genau neben der Roulade. Da habe ich gedacht, die will es doch nicht anders. Die will es doch besorgt bekommen. So, und dann habe ich die Fliege gefangen. Mit der Hand habe ich die gefangen. Jetzt hatte ich die in der Hand. Habe ich überlegt, was machst du damit? Habe ich überlegt, die ein bisschen an mich zu binden. Und dann habe ich einen dünnen Bindfaden genommen und habe den um die Hinterbeine der Fliege geknotet. Und dann habe ich die nach oben fliegen lassen. Da flog die nach oben, hatte ich eine Fliege am Bindfaden. Das war wohl lustig. Bin ich durch die Küche gelaufen mit der Fliege am Bindfaden. Habe ich zu ihr gesagt, na Fliege, wie ist denn die Luft da oben und so. Jetzt aber nicht auf den Kopf kacken und so, war total albern. Irgendwann dachte ich, okay, sie braucht noch ein Spruchband an den Bindfaden. Irgendeine Message. Habe ich einen Zettel geschrieben, habe ich draufgeschrieben, hier Flugverbotszone. Da flog die mit dem Zettel, hier Flugverbotszone, flog durch die Küche. Habe ich zu ihr gesagt, bist du eigentlich bescheuert, Fliege oder was? Kannst du nicht lesen? Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, wieder zu arbeiten. Ich habe gerade eine Pause eingelegt. Ich habe eine einjährige Tourpause eingelegt als Burnout-Prophylaxe. Ich hatte tatsächlich leichte Burnout-Anzeichen. Ich hatte so ein Kribbeln zum Beispiel. Ja, ich hatte plötzlich so ein Kribbeln in der Kniekehle hatte ich plötzlich so ein Kribbeln. Das war ganz plötzlich da, ja. Ich habe rausgeguckt aus dem Fenster und habe ich wieder reingeguckt und zack war das Kribbeln da, ja. Und da habe ich gedacht, Johann, du musst die Reißleine ziehen, ja. Da habe ich zu mir gesagt, Johann, wenn du in dem Tempo weiterarbeitest, dann fährst du vor die Wand, ja. Aber ich habe die Zeit wirklich sehr, sehr genutzt, dieses eine Jahr. Ich habe sehr viel stundenlang aus dem Fenster geguckt. Hat man da sonst oft auch gar nicht die Zeit für. Ich habe auch viele Gedichte geschrieben beim Aus dem Fenster gucken. Und eines dieser Gedichte habe ich mal mitgebracht. Und das Gedicht heißt Aua, Aua. Der Hund an der Leine hat keine Beine. Darum ist der Hund auch untenrum wund. Naja.
Was macht man mit dem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Ich habe in diesem Jahr auch sehr viel eingekauft. Ich habe neulich erst wieder eingekauft. Ich war bei Lidl, also eigentlich kaufe ich nicht bei Lidl. Ich habe bei Lidl Schlafanzüge gekauft. Ja. Eigentlich kaufe ich nicht bei Lidl, wenn dann nur Kleidung. Und ja, und dann aber auch nur Funktionskleidung. Ja, also Kleidung mit Funktion. Es gibt ja auch Kleidung ohne Funktion, wie zum Beispiel. Naja, jedenfalls. Jedenfalls gab es bei Lidl ein Angebot, 3 Schlafanzüge für 69 Cent. Und da habe ich sofort zugeschlagen, sowas lasse ich mir nicht mehr entgehen. Bei diesem Preis, 3 Schlafanzüge für 69 Cent, dann denkt man natürlich im ersten Moment, Ja, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, ob da wirklich jeder das kriegt, was er auch verdient. Also ob da jeder das verdient, was er eigentlich kriegen sollte. Ja, also vom Lohn her, ob sich das auch lohnt für alle. Ob sich das vom Lohn her auch auszahlt. Ob da der Lohn am Ende überhaupt ausgezahlt wird. Aber ich habe mich informiert bei Lidl und Lidl hat mich direkt beruhigt. Lidl garantiert mit einem eigenen Siegel, dem sogenannten Lidl-Siegel. Mit dem Lidl-Siegel garantiert Lidl dafür, dass die Schlafanzüge alle unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Und das heißt ganz konkret, dass in Bangladesch, in den Fabriken, dass die Arbeiter da nicht mehr ausgepeitscht werden, wenn die einen Fehler machen. Und das ist mir einfach wichtig, ja. Da gibt es genug andere Methoden. Natürlich kann man jetzt wieder einwenden, ach, das ist doch nur Sozialbashing, ja. Also Lidl macht das doch nur aus Imagegründen, dass die da nicht mehr auspeitschen. Ja, die machen das doch nur, um nach außen ihr soziales Gewissen zu demonstrieren. Und das ist doch nur Fassade und man sollte da trotzdem nicht mehr einkaufen. Aber Leute, mal ganz im Ernst, was ist denn die Alternative? Ja? Wenn ich da nicht mehr kaufe, ist das dann wirklich besser? Was haben denn die Arbeiter in Bangladesch davon, wenn ich die Sachen nicht mehr kaufe, die sie da unten extra für mich zusammenklöppeln, ja? So muss man doch mal sehen. Das, so wird doch ein Schuh draus. Oder halt ein Schlafanzug. Wenn die Sachen, die die da für uns herstellen, hier keinen Absatz mehr finden, dann sagen die sich da unten doch auch, ja, toll, und was jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ich zieh sowas nicht an. Leute, die haben doch auch Mitleid mit uns. Die denken doch bei der Arbeit ganz oft, boah, die armen Leute, die sowas ernsthaft anziehen müssen. Habt ihr schon mal angezogen, so einen Schlafanzug von Lidl? Also schön ist aber mal was ganz anderes. Ich trage die immer nur im Winter, wenn es früh genug dunkel ist. Damit die Nachbarn mich so nicht sehen. Und auch von der Qualität, ja. Die Qualität wird nach dem Waschen, die Qualität, habe ich gemerkt, wird beim ersten Waschgang komplett mit rausgewaschen. Und darum wasche ich die auch nicht. Nach 4 Wochen Tragen schmeiße ich sie sofort weg. Diese Melange aus billiger Chemie und Körperflüssigkeiten, die ist nach 5 Wochen tödlich. Das sollten die mal auf ihr Siegel schreiben. Spacken. Und Leute, mal ganz ehrlich, mein Mitleid mit den Fabrikarbeitern hält sich auch in Grenzen. Viel schlechter geht es doch jetzt da unten den Herstellern von Peitschen. Ich habe nach meinem Einkauf bei Lidl dann nicht nur meine Schlafanzüge in den Kofferraum geworfen, sondern auch einen Blick zurück. Werben sparen und ich habe ein kleines Gedicht geschrieben, in dem geht es um den großen Konkurrenten von Lidl, in dem es auch all die Produkte gibt. Habt ihr doch gemerkt, ich habe es erst gedacht, aber ja, weil
ich habe selber erst gar nicht gemerkt und man muss. Super, okay. Und das Gedicht heißt Geteiltes Deutschland. Wenn die Aldi-Brüder zu viert gewesen wären, dann gäbe es heute Aldi Nord, Süd, Ost und West. Fertig. Vielen Dank.